die Kunden gutieren uns das, dass wir ein Familienbetrieb sind und nicht irgendwo in eine Industrierichtung gehen, sondern alles wirklich hausgemacht ist und das von uns selber kommt und uns das auch was bedeutet, was wir da machen und tun. Also dieser Raum ist hauptsächlich für den Verkauf hier. Wir haben hier alle unsere Sorten gelagert. Hier kann man auch Weine verkosten. Die Kunden kommen hier rein, können Wein verkosten und, ja, und dann auch kaufen und mitnehmen. Wir sind da in der Region Rosalia. Das ist jetzt noch kein eigenes Weinbaugebiet. Es ist mehr eine Großlage im Weinbaugebiet Neusiedlersee-Hügelland. Wir versuchen aber, unsere Region mehr hervorzuheben. Und da ist die Hauptsorte einmal der Blaufränkisch mit über 80% der Rebfläche. Das ist sicherlich unsere Hauptsorte. Weiterer Folge der Zweigelt und auch ein bisschen St. Laurent. Wir versuchen da auch noch in ein bisschen eine neue Richtung zu gehen. Es gibt seit einigen Jahren neue Sorten am Markt. Das ist zum Beispiel der Rössler. Da haben wir jetzt probehalb einmal einen halben Hektar ausgesetzt, aber da kann man auch nicht sagen, wie das wird. Das werden wir erst in Zukunft sehen. Die Philosophie des A Priva ist ein bisschen ein Wortspiel. Das A steht für Anton mit einem Apostroph P für Biribar und der Prior ist ja der Führende, der Leitende. Das soll der führende Wein vom Betrieb sein. Das heißt, da werden immer jedes Jahr die besten Barriquefässer miteinander verschnitten, also küvettiert. Und der zweite Cuvée ist der Hohengießer, das ist ein Lagenwein. Also die Lage Hohengießer besteht immer aus Cabernet Sauvignon und Zweigelt. Und diese beiden Weine werden immer zum Falstaff-Prämierung eingereicht. Und da haben wir seit einigen Jahren einen sehr guten Erfolg. Letztes Jahr eben den größten Erfolg gehabt. Mit dem Aprior haben wir 91 Punkte gemacht. Das ist schon sehr, sehr gut. Sagen wir liegen im oberen Mittelfeld.